Hallo ihr Lieben. Hallo Freunde. Diesmal nicht so ganz aufgedreht wie üblich oder so fröhlich wie üblich, weil es heute halt um unsere Kür geht. Wir haben euch ja in unserem letzten Kür-Video gesagt, dass wir noch ein Video machen werden mit dem Grund, warum wir uns für dieses Thema, wie ihr schon gesehen habt, Thema Krebs entschieden haben. Wir wollen halt keine besonderen Videos mit Special Effects oder sonst was machen, weil wir es persönlich erklären wollten. Ich denke, so kommt es am besten rüber oder ihr könnt es am besten nachvollziehen. Lass uns das mal erzählen, wie wir überhaupt zu dieser Kür gekommen sind. Als die letzte Saison zu Ende war, haben wir uns schon relativ schnell zusammengesetzt und so nachgedacht, okay, was machen wir jetzt, wie geht's für uns weiter und so fort, wie das bei uns auch immer so üblich ist. Und dann kam auch relativ schnell die Frage, ja, was wollen wir für eine Musik machen oder darstellen, was für ein neues Programm wollen wir machen. Und ja, mit den ganzen Vorfällen, wir haben ja unsere Ziele nicht erreicht in der letzten Saison, die wir uns Anfang der Saison gestellt haben, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Dementsprechend war auch die Situation etwas trüblich, wenn man das so sagen kann. Also wir waren nicht zufrieden und auch traurig über die letzte Saison. Ja, dadurch, dass die Stimmung halt ein bisschen einfach, ja, ich würde nicht sagen negativ war, sondern so, wir waren nicht sehr motiviert. Wir waren sehr betrübt und konnten uns überhaupt nicht vorstellen, in der Phase, in dem Zeitpunkt irgendwie was Fröhliches zu laufen. Wir wussten, wir wollen nicht in die Richtung gehen, wir wollen aber auch nicht in die Richtung gehen. Also war es für uns erstmal so, okay, Mist, was machen wir jetzt? Ja, das war so die, sage ich mal, sportliche Sicht, Sportlerseite. Und dann hatten wir noch hinzu, was dazu kam, privat ein paar Probleme. Ja, wir haben im Ende des letzten Jahres bzw. Anfang des letzten Jahres erfahren, dass unsere beiden Großeltern, also meine Oma und mein Opa, genau an Krebs erkrankt sind. Ja. Und dementsprechend war der Anfang dieses Jahres für uns auch sehr hart, sehr schwierig von Familienseite aus her. Dann waren wir halt mit dieser ganzen Situation, was alles quasi zusammengeflossen ist, umgeben und wussten nicht wirklich, wohin mit uns. Diese Krebssache hat uns halt dann, wie gesagt, am Anfang dieses Jahres sehr umgeben oder beschäftigt. Ja, dann kam halt irgendwann mal dieser Gedanke, was ist, wenn wir eine Kür zum Thema Krebs versuchen? Dann haben wir dieses Thema versucht, sensibel anzugehen. Also wir haben uns erstmal, dazu muss man sagen, wir haben uns das Ganze noch 10.000 Mal ja, überlegt, ob wir das wirklich machen wollen, weil es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, die man so oder die wir so für uns getroffen haben, selbstverständlich. Aber als wir dann zusammen mit dem Konzeptentwickler, mit dem wir dieses Jahr gearbeitet haben, zusammengesessen haben, haben wir auch zusammen mit ihm überlegt, ob das was Gutes wäre, ja, ob man das gut darstellen könnte. Ob das möglich ist überhaupt, sowas zu zeigen auf dem Eis. Ja, und dann, ja, letzten Endes haben wir dann den Rückhalt von unserem Umfeld, sprich Familie, Trainer und dann auch von ihm, ne? Ja, von dem Konzeptmaker, den Rückhalt bekommen und den Zuspruch auch bekommen, dass das was ganz Besonderes werden könnte. Und das, obwohl wir es noch nicht wirklich gezeigt haben, für uns ist es schon was sehr Besonderes, weil wir halt damit eine sehr persönliche Geschichte teilen, genau. Mit der ganzen Welt eigentlich. Ja, während dieses ganzen Prozesses ist es halt dazu gekommen, dass unsere beiden Großeltern, meine Oma, Katharinas Opa, den Kampf gegen den Krebs verloren haben, zu Anfang dieses Jahres. Und ja, dann saßen wir nochmal zusammen und dann haben wir aber für uns entschieden, dass es wirklich das Richtige sein könnte. Und zwar ist das so, dass wir sehr zu einem eng mit unseren Großeltern zu der Zeit waren. Also wir haben das Ganze eng und intensiv miterlebt. Wir haben die Höhen und Tiefen gesehen, gefühlt.
Veränderungen gesehen. Die Veränderungen. Wir haben geweint, wir waren sauer, wir hatten Hoffnung, aber wir waren auch irgendwie hilflos, weil wir nicht wussten, wie wir denen helfen können. Also diese ganzen Emotionen, die sich da um dieses Thema drumherum gespielt haben, haben wir einfach miterlebt. Wir haben unsere Familien gesehen, also nicht nur die Betroffenen, nicht nur Oma und Opa, sondern auch unsere Eltern, unsere Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, also die ganze Familie war damit inbegriffen. Und dazu, als sozusagen der Kampf vorbei war, haben wir etwas verstanden. Da haben wir das einfach nochmal doppelt gefühlt und begriffen, dass einfach Familie sehr, sehr wichtig ist und dass wir jeden Moment schätzen sollen, eigentlich jeden Tag. Das Wichtigste auf der Welt. Sollen wir wirklich so leben, wie wir es wollen, dass wir nicht da sind und irgendwann mal sagen, hätte ich doch, sondern dass wir wirklich jeden Tag ausnutzen, dass man wirklich einfach, egal was kommt, nicht aufgeben soll. Also ich meine, wir waren enttäuscht, dass wir die Olympischen Spiele nicht erreicht haben, aber wir hatten andere Probleme und haben da trotzdem gekämpft und das heißt, die Welt ist nicht vorbei, wenn wir irgendwas nicht zielmäßig erreichen. Wir haben noch Zeit. Ja, einfach das, was wir daraus gelernt haben, dass man immer stark sein soll. Manchmal für sich, manchmal für andere. Und immer für die Familie da sein soll und diese Familie halt auch so richtig wertschätzen soll. Ja, das machen wir, glaube ich, einfach im Alltag viel zu wenig. Ja, also dieser ganze Input, das haben wir versucht, irgendwie in diese Kür einzubauen. Und ja, also wir haben halt drei Teile. Ja, im ersten Teil unserer Kür wird quasi bemerkt oder gezeigt, dass es den Krebs gibt und dass der Krebs einen verfolgt, in einem wächst. Sozusagen unbemerkt wächst. Genau, richtig. Man kriegt davon oft nichts mit oder meistens nichts mit, wie diese Krankheit in einem oder einen zerstört innerlich. Ja, es hat halt auch wieder diesen persönlichen Bezug, dass weder Tims Oma noch mein Opa früh genug davon etwas mitbekommen haben. Die haben, wie gesagt, das im letzten Stadium erst erfahren. Und wie wir auch mitbekommen haben, sind so viele Menschen davon betroffen und wir wollen mit diesem ersten Teil aufzeigen, also wie unbemerkt so etwas überhaupt entstehen kann. Deswegen haben wir auch noch hinzuzufügen, deswegen haben wir auch gleich zu Anfang dieses Statement gesetzt. Ja, wir also haben halt mit unserer eigenen Sprache. Ja, genau, wir haben unsere eigene Sprache verwendet, um einfach diesen persönlichen Bezug für uns zu haben und mit euch zu teilen, wie schon gesagt. Wir haben recherchiert, das heißt, wir haben jetzt nicht einfach so entschieden, sondern haben uns wirklich damit auseinandergesetzt, Fragen gestellt, Informationen gesammelt, was wir auch sozusagen am Anfang dieser Kür dann aussprechen werden, um diese globale Situation einfach zu verstehen. Ja, dann der zweite Teil beinhaltet quasi noch mehr und intensiver diesen Kampf gegen diese Krankheit. Also da ist den Menschen oder wen man auch nimmt, schon bewusst, dass diese Krankheit in einem Körper steckt, in seinem Körper steckt. Ihm ist halt bewusst, dass er daran erkrankt ist. Und da beginnt halt diese Phase dieses Kampfes. Ja, und der dritte Teil ist dann? Ja, der dritte Teil ist nochmal als wirkliches Statement für alle gesetzt. Egal, ob man es geschafft hat, den Kampf zu gewinnen oder ob man nicht geschafft hat, den Kampf zu gewinnen, zeigen wir in diesem Teil auf, dass es wichtig ist, das Leben zu leben. Niemals aufzugeben, das Leben zu genießen, jeden Moment, jede Minute, jede Sekunde, die man hat, auszunutzen für alles Mögliche, was man braucht. Das ist halt sozusagen einerseits unsere Meinung, was wir daraus gelernt haben,
Andererseits, wie gesagt, haben wir uns informiert, haben uns Leute angehört, die den Krebs besiegt haben. Und das ist genau das, was sie der Welt sagen wollten. Das ist die Message, dass trotzdem, auch wenn die Zeit begrenzt ist, alles daraus holen soll, also das Maximum leben soll. Es geht nicht darum, wie schlimm diese Krankheit ist, sondern es geht darum, dass sie existiert. Aber wir wollen einfach den Punkt darauf setzen, dass egal was kommt, egal auch welche Krankheit man hat oder Situation einen umgibt, dass man immer stark sein soll und für das kämpfen soll, was man selber erreichen will oder leben will. Da ist auch wieder dieser persönliche Bezug. Wir wissen, dass unsere Großeltern den Kampf verloren haben, aber wir wissen auch, dass sie stolz auf uns sind, wenn wir weitermachen, wenn wir immer weiter kämpfen und wenn wir immer wieder unsere Sachen probieren zu erreichen, egal was es ist, und auch allgemein in der Familie zu sehen, dass man zusammenhält, dass man zusammenkämpft. Und deswegen beenden wir auch die Kür mit einem Statement. Wieder mit einem Statement. Mit einem positiven Statement. Also wir wollen nicht, dass die Kür ankommt und hinuntergeht, sondern wir wollen, dass man positive Sachen daraus zieht. Und wie Katharina gesagt hat, auch wenn man weiß, dass das alles existiert, dass man trotzdem die positiven Dinge sieht und probiert weiterzumachen. Ja, also wir hoffen, wir haben euch jetzt sozusagen ein bisschen in die Hintergrundgeschichte dieser Kür einbringen können. Das Verständnis dafür gebracht, also ja, warum wir das gewählt haben und vor allem auch, dass ihr das Ganze versteht, wenn ihr es zum ersten Mal seht. Im Endeffekt wollen wir einfach, dass die Kür euch gefällt, dass die Kür unseren engsten Familienmitgliedern oder auch Freunden gefällt und irgendwie, sage ich mal, dass sie zum Schluss auch als Andenken unseren Großeltern, die vielleicht irgendwie von oben zuschauen, auch gefällt. Für die laufen wir diese Kür am meisten, sage ich mal, in Gedanken an sie. Und ja, das war's, denke ich, so zum Ersten. Wir werden die Kür das erste Mal Anfang August laufen und präsentieren. Und dann werden wir eure Reaktion abwarten. Ja, wir hoffen, euch hat dieser Einblick ein bisschen geholfen bzw. gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.